Herzlich willkommen am Fraunhofer ICT. In den nächsten paar Minuten führen wir Sie durch die spannendsten Aspekte unserer Kernkompetenz Kunststofftechnologie. Wir forschen an praxisnahen Themen, angefangen von der Rezepturentwicklung über neue Verarbeitungstechnologien bis hin zu Recycling- und Nachhaltigkeitskonzepten. In unserem Kompoundier- und Schäumtechnikum entwickeln wir kunden- und anwendungsorientierte Materialrezepturen sowie neuartige Partikel- und Extrusionsschäume und greifen dabei zunehmend auf biobasierte Kunststoffe und Rezyklate zurück. Unsere Projekte können bereits mit der Synthese völlig neuer Polymere oder Additive beginnen. Leistungsfähige, diskontinuierliche und kontinuierliche Synthesetechnik steht uns hierbei gleichermaßen zur Verfügung wie eine umfangreiche polymere Analytik und Werkstoffcharakterisierung. Im Bereich der Schäumtechnologie arbeiten wir an der Erhöhung der Temperaturbeständigkeit, der Verbesserung der Energieabsorption, dem Recycling oder der Erzielung eines umweltfreundlichen Flammschutzes. In der Partikelschaumverarbeitung setzen wir konventionelle dampfbasierte und ressourcenschonende radiofrequenzbasierte Prozesse zur Verarbeitung der meist selbst entwickelten Partikelschäume ein. In der Spritzguss- und Presstechnologie forschen wir an großserientauglichen Prozessen und Verfahren zur Formgebung fließfähiger, thermoplastischer und duramerer Materialsysteme. Schwerpunkte bilden dabei unter anderem die Integration lokaler Verstärkungen und das Umspritzen komplexer metallischer Strukturen. Einen neuen Forschungsschwerpunkt bilden Monomaterialsysteme mit verbesserter Recyclingfähigkeit. Für hochfunktionelle Bauteile erarbeiten wir neuartige Multimaterialansätze. Im Strukturleichtbau setzen wir vielfältige Anlagentechnik ein, teilweise bis in den industriellen Maßstab für Pultrusionsverfahren, Tape-Läge und RTM-Prozesse. Unser Know-how nutzen wir zum Beispiel auch für die Entwicklung von Leichtbaustrukturen für neue Mobilitätsanwendungen und sind zudem im Fraunhofer Leitprojekt Albacopter integriert, einem Zukunftsprojekt für die Urban Air Mobility. Die Entwicklung ganzheitlicher Nachhaltigkeitskonzepte und Recyclingstrategien ist Bestandteil unserer Projektarbeit. So arbeiten wir sowohl an kontinuierlichen Depolymerisations- und Aufreinigungsverfahren als auch an klassischen mechanischen Recyclingverfahren. Haben Sie Fragen zur Produktentwicklung und zum Recycling? Melden Sie sich! #WeKnowHow